Eine multiple Persönlichkeitsstörung. Ich meine, er brachte seinen eigenen Sohn um. Das Geständnis verfasste er in einem Videospiel. Und die Geschichte ist auch noch wahr. What's up, meine Homeboys und Mythenfreunde? Willkommen zu Videospielmythen. Oh yeah! Tja, aber die Effekte sind halt übertrieben. Heute, meine Freunde, habe ich für euch wieder mal sowohl kleine Mythen als auch große Mythen vorbereitet. Wobei der größte Mythos immer noch hier unten mit der Hose verborgen. Ich meine, der größte Mythos wird euch definitiv umhauen. So wie mich eben. Ihr, meine Freunde, müsst raten, ob die Mythen wahr oder falsch sind. Am Ende der Folge wird anschließend aufgelöst. Schnallt euch an und checkt die Likes, denn jetzt kommt Mythos Nummer 1. Oh Gott, war das schlecht. Nun, der erste Mythos ist nicht unbedingt gruselig, aber dafür ziemlich interessant. Der Videospielkomponist Kazumi Totaka, das muss man by the way so aussprechen, Totaka, gehört, soweit ich weiß, zu den größten seinesgleichen. Und jetzt, meine Freunde, kommt der interessante Part. Er hat ein eigenes Medley für sich selbst kreiert, was sich Totaka Song nennt. Der Song hat nur 19 Töne und wurde in sämtlichen Videospielen, bei denen er mitgewirkt hat, versteckt. Angefangen könnte man sagen, hat alles mit dem Spiel Mario Paint. Wenn man mit dem Titelbildschirm mit dem Zeiger auf das O drückt, ertönt es. Wenn ihr bei dem Spiel Zelda Link's Awakening in einem bestimmten Haus 2 Minuten und 30 Sekunden lang wartet, dann ertönt es auch hier. Bei dem Try-Mode-Menü von Yoshi's Story wartet ihr 2 Minuten und 10 Sekunden. Auch in vielen anderen Spielen, wie zum Beispiel Animal Crossing, Pikmin 2 oder Luigi's Mansion, müsst ihr an bestimmten Stellen eine gewisse Zeit abwarten, um Totakas Song zu hören. Einige Leute vermuten sogar, dass der Song in jedem Spiel verborgen liegt, in denen er mitgewirkt hat. Das wiederum würde heißen, dass der Song auch in Super Smash Bros. Brawl und in vielen anderen Spielen versteckt sein muss. Ich würde mal sagen, dass wir hier ein Rätsel haben, was noch gelöst werden muss, nicht wahr? Was haltet ihr von der Geschichte über Totakas Song? Also ich persönlich finde sowas richtig geil. Vor allem, weil das erst vor ein paar Jahren rausgefunden wurde. Aber glaubt ihr auch daran? Schreibt in die Kommentare. Und wir kommen zu Mythos Nummer 2. Mythos Nummer 2 ist nicht mehr so friedlich. Man erzählt von einem seltsamen Fluch über der Football-Spielereihe Madden. Komischerweise, alle Spieler, die auf dem Cover eines Madden-Spiels auftauchen, erlitten in der darauffolgenden Saison großes Pech. Garrison Haas im Jahr 99 erlitt einen Wadenbeinbruch und konnte 2 Jahre lang nicht mehr spielen. Barry Sanders und Dorsey im Jahr 2000. Der eine beendete überraschend seine Karriere und der andere verletzte sich extrem krass am Knie. 2001 war es der gute Eddie George. Er litt ein Fumble gegen Ray Levins im Playoff-Spiel und ermöglichte Ray damit zu seinem wichtigsten Touch. Das tat seiner Karriere gar nicht gut. Und so, meine Freunde, verlief jedes Jahr. Selbst bis heute. Ich meine, what the f***? Das kann doch nicht sein. Jedes verf***te Jahr? Seriously? Der sogenannte Madden-Fluch wurde so populär, dass selbst die Medien darüber berichteten. Was haltet ihr davon? Denkt ihr, es ist nur Zufall oder steckt da vielleicht mehr dahinter? Schreibt in die Kommentare. Eines will ich aber noch anmerken. Wenn ihr jemals ein Spiel über YouTuber macht, dann haltet meine Fresse vom Cover fern. Die will doch eh niemand sehen. Ja, meine Freundin liebt mich. In einem Spiel von dem guten Wario steckt sowas wie eine satanische Botschaft. Eine Figur in WarioWare Touched ist unter anderem die kleine sadistische Hexe namens Ashley. Ashley hat sogar einen eigenen Theme-Song, der ziemlich episch klingt. Warum zeige ich auf mich, wenn ich singe Arm Ashley? Ich wusste gar nicht, dass du weiblich bist. Wenn man den Song jedoch verschnellert, hört man Folgendes. Was zur verdammten Hölle? Ja, Hölle trifft es sogar ziemlich gut, wenn es darum geht, kleine Kinder dorthin zu verschleppen, nicht wahr, Ashley? Krankes Mädchen, würde ich mal sagen. Aber ehrlich gesagt liebe ich solche Frauen. Deswegen bin ich auch mit meiner Freundin zusammen. Ja, was haltet ihr für den Mythos? War das gewollt oder ist es nur Zufall? Wenn ihr das Video hier verschnellert, hört ihr bestimmt Kuchen raus. Teuflisch. Nun, meine Freunde, erzähle ich euch die krasseste Geschichte, die ich jemals in einem Videospielmythen erzählt habe. Dieser Mythos handelt von dem Spiel Garry's Mod. Garry's Mod, könnte man sagen, ist eine Modifikation, die auf die Half-Life 2 Engine basiert. Sie ermöglicht es, Dinge zu bauen und mit der Physik-Engine rumzuspielen. Es ist so ein bisschen wie Minecraft. Die Geschichte wird von einem Typen namens Daniel erzählt. Daniel entdeckte einen seltsamen Server in der Serverliste mit null Spielern. Der Server trug den Servernamen My Confession. Übersetzt wäre das
Mein Geständnis. Die Karte muss eine selbst erstellte gewesen sein. Schließlich hieß sie auch My Confession, nur zusammengeschrieben. Er wurde ziemlich neugierig und betrat den Server. Doch als er drin war, bekam er ein mulmiges Gefühl. Er befand sich in einer äußerst düsteren Karte mit nur einem Gang und erwartete jeden Moment irgendwelche eingebauten Schockerelemente. Am anderen Ende des Ganges hing ein Bild, was dazu geführt hat, dass Daniels Atem stehen blieb. Es war das Foto eines toten und blutverschmierten Kindes. Die Digitalkamera ließ das Datum unten rechts auf dem Foto erscheinen. Offenbar wurde das Kind im März 2012 umgebracht. Auf der Map wurde unter anderem über dem Gang auf der Wand etwas eingraviert. Dort stand auf Englisch: Die eine Seite von mir liebte ihn über alles, die andere verabscheute ihn. Dem Daniel lief ein Schauder über den Rücken und er verließ den Server sofort. Als er seinen Freunden den Server am nächsten Tag zeigen wollte, war er verschwunden und tauchte bis heute auch nie wieder auf. Jedoch gibt es einen Screenshot, auf dem er das Foto erkennt. Leider muss ich es komplett zensieren, sonst würde man das Video hier sperren. Was haltet ihr von der Story? Steckt vielleicht ein ehemaliger Vater dahinter, der aufgrund multipler Persönlichkeitsstörungen sein eigenes Kind umbrachte? Und ist das wirklich sein Geständnis? Und warum ausgerechnet über Garys Mod? Und überhaupt, wie krank ist das Ganze? Nee, ernsthaft, was für eine psychisch gestörte Seele steckt dahinter? Eure Meinung will ich unbedingt hören. Schreibt's unten rein. Gas! Song ist real. Das, was den Spieler widerfahren ist, ist wahr. Aber ich glaube nicht, dass es ein Fluch ist. Ich meine, es ist Football. Da verletzt man sich nun mal oft. Ob man I Have Granted Kids to Hell raushört, ist Ansichtssache. Nintendo behauptet, dass es ungewollt war. Aber zu Ashley würde das ziemlich gut passen. Ihr werdet es mir nicht glauben, aber dieser Mythos ist motherfucking wahr. Nicht! Denn ich habe mir die Story selber ausgedacht. Wenn ihr wollt, dass ich das öfter mache, dann schreibt ja. Und wenn nicht, dann schreibt nein. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und zeigt es all euren Gruselfreunden. Klickt hier für die letzten beiden Videos und hier um zu abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis zum nächsten Mal und haut raus. Juhuhui!